Trendshow präsentiert die 10 teuersten Pferde, die auf der Welt je verkauft wurden. Fangen wir an mit Nummer 10. Jalil. 9,7 Millionen Dollar. Eines der teuersten Pferde aller Zeiten war Jalil. Der Vater dieses Rennpferdes war Stormcat und wurde im Februar 2004 geboren. Scheich Mohammed kaufte Jalil für 9,7 Millionen Dollar für die Go Dolphin Racing Operation. Seine offizielle Rennkarriere begann 2006, nachdem er von Said bin Suror in Europa trainiert wurde. Bei seinem ersten Rennen war er 2 Jahre alt und nach einer kurzen, aber erfolgreichen 2-jährigen Karriere bis 2008 wurde er pensioniert. 2011 wurde er von China importiert, um die Vollblutindustrie zu unterstützen. Nummer 9. Snuffy Dancer. 10,2 Millionen Dollar. Das erste Rennpferd, das je für einen Preis von mehr als 10 Millionen Dollar verkauft wurde, war Snuffy Dancer. Dieses beeindruckende Pferd hatte den berühmten Northern Dancer zum Vater. Er wurde von Donald T. Johnson gezüchtet. Er wurde beim Keeneyland Select Sale im Jahr 1983 versteigert, wo Scheich Mohammeds Gestüt Aston Upthorpe die Auktion gewann und 10,2 Millionen Dollar für das Pferd zahlte. Snuffy wurde zunächst als Rennpferd gekauft und trainiert, doch es wurde bald festgestellt, dass er aufgrund seiner langsamen Geschwindigkeit und Unfruchtbarkeit ungeeignet war. Deshalb wurde er im selben Jahr auf einer Farm in Florida pensioniert. Nummer 8. Maiden City. 11,7 Millionen Dollar. Benannt nach einem Entwicklungsschema in Dubai, wurde Maiden City in den JF Stables gezüchtet und wurde beim Keeneyland September Sale im Jahr 2006 verkauft. Scheich Ahmed bin Muhammad Al Maktoum kaufte dieses Pferd für 11,7 Millionen Dollar und schickte es zu Mubarak bin Shaifa zum Training in Mark Lewis Stable. Trotz seines hohen Preises zeigte sich Maiden City nicht als besonderer Glücksbringer für den Besitzer, da es an 7 Rennen teilnahm und kein einziges davon gewann. Er wurde daraufhin 2016 an das Aston Upthorpe Gestüt verkauft, gewann aber noch immer kein Rennen. Nummer 7. Seattle Dancer. 13,1 Millionen Dollar. Das teuerste Rennpferd im Jahr 1985 war Seattle Dancer. Dieses irische Vollblutrennpferd wurde in Kentucky gezüchtet und wurde im Juli 1985 beim Keeneyland Selected Sale für einen Preis von 13,1 Millionen Dollar verkauft. Er wurde von insgesamt 5 Besitzern gekauft und wurde das teuerste Rennpferd des Jahres. Er gewann Rennen wie das Gallinale Stakes in Curragh und das Darrenstown Stud Derby Trials in Leopardstown. Er galt als großartiges Zuchtpferd, da er im Laufe seiner Karriere der Vater von 37 State Race Gewinnern wurde. Er starb schließlich mit 23 Jahren in Irland an einem Herzinfarkt. Weiter geht's mit Nummer 6, Palubet Dalong für 15 Millionen Dollar. Eine Ausnahme der teuren Rennpferde stellt Palubet Dalong als begabtestes und teuerstes Schauspringpferd der Welt dar. Dieses großartige Pferd wurde kürzlich an den niederländischen Olympiasieger Jan Tops für 15 Millionen Dollar verkauft. Und er ist definitiv eines der teuersten Pferde aller Zeiten. Zu Anfang dachte man, dass der Kauf etwas Persönliches gewesen sei, doch bald stellte sich heraus, dass er gekauft wurde, um mit Youssef Al-Rumai als Reiter am Qatar CSI 2 Wettbewerb teilzunehmen. Und die Nummer 5, The Green Monkey, 16 Millionen Dollar.
Als Sohn von zwei der berühmtesten Pferde aller Zeiten war The Green Monkey ein Nachfahre sowohl von Northern Dancer und Secretariat. 2006 wurde er beim Phasic Tipton Calder Sale für einen Preis von 16 Millionen Dollar mit gerade einmal 2 Jahren verkauft. Danach wurde er professionell trainiert und gab sein Debüt seiner Rennkarriere am 15. September 2007 beim Belmont Park Race in New York. Nachdem er an 2 Rennen teilgenommen hat und den 3. und 4. Platz belegt hatte, wurde er am 12. Februar 2008 pensioniert, da er die Hoffnungen nicht erfüllte. Nummer 4 – Annihilator. 19 Millionen Dollar. Annihilator ist definitiv eins der schönsten Pferde aller Zeiten. Er ist der Sohn von Wish Me Wings und ist besonders berühmt für seine schöne dunkle Farbe und seine Geschwindigkeit. Er stammt von der Linie berühmter Gewinner des Meadowland Pace und Little Brown Jug. Wegen seiner reinen Blutlinie und außergewöhnlichen Aussehens wurde dieses Pferd für 19 Millionen Dollar weiterverkauft und wird noch immer als Turnierpferd eingesetzt. Nummer 3 – Morelands Totilas. 21 Millionen Dollar. Diese niederländische Schönheit mit dem Spitznamen Toto war lange Zeit der Rekordhalter von mehr als 90 Punkten bei einem Dressurwettbewerb. Er ist das teuerste Dressurpferd, das auf der Welt je verkauft wurde und wird als Rockstar der Pferdewelt bezeichnet. Totilas ist auch eines der schönsten Pferde aller Zeiten. Er wurde 2000 geboren und von Jan K. Schuil und Anna Visser in den Niederlanden gezüchtet. Er begann mit 5 Jahren an Wettbewerben teilzunehmen und hat seitdem viele Wettbewerbe gewonnen. 2010 gewannen sie 3 Goldmedaillen bei den Weltreiterspielen. Später wurde bekannt, dass er von Paul Schockemöhle für 21 Millionen Dollar gekauft wurde. Und die Nummer 2, Sharif Dancer, 40 Millionen Dollar. Als Sohn von Northern Dancer und Sweet Alliance war Sharif Dancer erst 1 Jahr alt, als er von Maktoum bin Rashid Al Maktoum für 3,3 Millionen Dollar gekauft wurde. Er wurde daraufhin weiter von Michael Stute in Newmarket, Suffolk trainiert und gewann 2 große Rennen in den beiden folgenden Jahren. Er gewann den Titel des UK Mittelstreckenpferdes des Jahres 1983 und wurde daraufhin für einen stolzen Preis von 40 Millionen Dollar verkauft. Und da sind wir schon bei der Nummer 1. Fusaichi Pegasus, 70 Millionen Dollar. Das Wort Fusaichi ist eine Kombination aus dem Namen des Besitzers Fusao und dem japanischen Wort Ichi, das 1 bedeutet. Er wurde im Jahr 1997 geboren und unter Aufsicht von Neil Drysdale trainiert. Nach seinem Training gewann er im Jahr 2000 das Kentucky Derby und belegte den 2. Platz beim Preakness Stakes. Er war ein sehr erfolgreiches Rennpferd, das 1.994.400 Dollar einbrachte. Nach seinen Siegen wurde er für einen unglaublichen Preis von 70 Millionen Dollar an Coolmore Stud verkauft, was ihn zum teuersten Pferd aller Zeiten machte. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass einen Like und einen Kommentar da. Welches der 10 Pferde findest du am schönsten? Würdest du auch so viel Geld für ein Pferd ausgeben, wenn du unendlich reich wärst? Vergiss nicht, Trendshow zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.